Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baustein-Video aus meiner Reihe Let's Build auf meinem wunderschönen kleinen Kanälchen hier. Und ich habe ein Set dabei, was wir gerade kurz vorher, Viertelstunde bevor wir dieses Video aufgenommen haben, bei Twitch fertig gebaut haben. Und zwar der Tornek, sprich das den Langhals aus dem Videospiel Horizon, sowohl Zero Dawn als auch Forbidden West, in dem Fall bezogen auf Forbidden West. Mit der Setnummer 76989, bestehend aus 1222 Teilen aus dem Hause Lego. Kostet bei Lego auf der Webseite aktuell fast überall ist er vergriffen, selbst bei anderen Händlern, denn er ist nicht exklusiv bei Lego zu bekommen. Bei Lego selber liegt der Verkaufspreis bei knapp 80 Euro. Finde ich, ja, es ist eine Menge Geld, aber ich finde, es sind 1222 Teile. Das macht einen Teilepreis von roundabout 6 Cent aus. Es sind sehr viel kleine Teile dabei, definitiv. Aber das hat Lego schon mal schlimmer hingekriegt, würde ich sagen. Wir haben verschiedenste Sachen dabei. Bevor wir uns diesem wunderschönen Set zuwenden, wir haben ja hier auch ein kleines Diorama sozusagen, eine kleine Szenerie, wo der Langhals da unterwegs ist. Ne? Wir haben natürlich eine Aloy dabei, da habe ich mich besonders drauf gefreut. Wir haben einen, ich glaube Wächter ist es dabei, eine kleine Maschine. Und wir haben eine wunderbare kleine Box dabei. Diese Box, wenn sie nicht so reflektieren würde, wäre das astrein. Aber diese Box ist, denke ich mal, für die Teilezahl völlig normal. Der größte Kritikpunkt an dieser Box ist für mich immer noch, ihr seht, ich zeige es euch mal, seht ihr das unten an der Kante? Das ist wieder so eine Box zum Aufreißen. Ich hasse es, weil wenn man das so aufreißt, sieht die aus wie, dann könnt ihr sie gleich wegschmeißen. Das ist tatsächlich eine Box, wenn ihr die aufreißt, die sieht total zerfleddert aus. Es ist Blödsinn. Deswegen bin ich hingegangen, ganz vorsichtig mit einem Cuttermesser und habe das ganz vorsichtig geöffnet, habe die Klebestellen sozusagen durchtrennt und dann geht das. Ne? Grundsätzlich schwarz gehalten, es ist ein 18-Plus-Set. Von den Bautechniken her auf gar keinen Fall. Also wesentlich niedriger. Also das würde ich schon auf zwischen 6 und 12 Jahren würde ich das schon einklassifizieren, das Set. Es ist wahrscheinlich ab 18, weil erwachsene Gamer mit Spiele im Rahmen von Horizon. Das ist einfach so. Okay. Schauen wir uns kurz die Rückseite an. Wir haben hier einmal natürlich nochmal eine andere Perspektive von den Langhals. Wir haben hier oben die Größenbezeichnungen, Größenmaße. Wir haben eine Länge von dem Set von 21 cm und eine Höhe von 34. Ich habe es einfach abgelesen, ne? Ich muss es ja nicht nachmessen. So. Und natürlich haben wir hier unten noch einmal als Detail hier diese andere Maschine beigepackt. In der Mitte eine Spieleszene und von euch aus rechts Aloy, wie sie auf dem Langhals steht und ihn überbrückt. Ich erzähle mal ganz kurz, ich habe beide Spiele gespielt, könnt ihr auch gerne hier auf meinem Kanal nachsehen. Habe ich die einzelnen Folgen drin. Die letzte von Forbidden West müsste sogar draußen sein inzwischen. Es geht ja darum, wir bewegen uns in einer postapokalyptischen Welt. Aloy ist eine Überlebende, wenn man so will. Eine Nachfahrin von den Leuten, die die Apokalypse überlebt haben. Wenn man so will. Und ich will euch ja jetzt nicht spoilern. Ich erzähle nur kurz die Rahmenhandlung. Und in dieser postapokalyptischen Welt haben wir Maschinen. So wie diese hier. Es gibt friedliche Maschinen, es gibt nicht ganz so friedliche Maschinen, mit denen sich die junge Dame dann halt rumschlagen muss. Und gerade diese Langhälse, das sind, wenn man es jetzt mal auf Assassin's Creed zum Beispiel überträgt, sind das sozusagen unsere Aussichtstürme, die man synchronisieren muss. Das heißt, die ganze Karte ist mit einem Nebel versehen, da könnt ihr nicht alles sehen. Wir als Aloy müssen halt diese Langhälse erklimmen, überbrücken und dadurch, weil es ja Maschinen sind, können wir sie technisch überbrücken, also hacken, wenn man so will, und dadurch quasi unsere Map aufdecken. Und dadurch haben wir natürlich dann, sehen wir neue Nebenmissionen, wir sehen irgendwelche Sachen, die wir suchen können, die wir looten können und was auch immer. Verschiedene Angaben halt. So, und das ist halt, ich sage mal, der Ausgangspunkt. Und diese Langhälse, die erklimmt man halt regelmäßig und das ist halt, ich sag mal, wirklich sehr markant für dieses Spiel.
Wir haben verschiedenste Sachen dabei. Wir haben natürlich einen Teiletrenner dabei. Lego Standard passt, erfüllt seinen Zweck, alles in Ordnung. Solltet ihr einen Teiletrenner brauchen, kauft den bitte nicht direkt bei Lego, das ist einfach zu teuer da. Kauft den bei Amazon, da gibt es öfter mal so Angebote, 3 Stück für 4 € oder sowas und damit seid ihr eigentlich gut dabei. Irgendwie so. Ne? Wir haben ein paar Ersatzteile dabei, dieser ganze kleine Fuddelkram, Dekokram, Blümchen, 1x1, Fliesen, Studs, was auch immer, ist alles dabei. Und wir haben eine gedruckte Anleitung. Diese gedruckte Anleitung, wir sprechen hier, wie gesagt, von einem 18 Plus Set. Es ist auch ein reines Display Set, also nicht ins Träumen geraten, es ist ein reines Display Set, das stellt ihr euch nur nett hin. Gerade als Gamer finde ich, wenn man mit diesen Spielen schöne Erinnerungen verbindet und wenn man es gespielt hat vor allen Dingen, dann kann man sich das nett hinstellen, ist einfach nett. Ne? Wir sprechen hier von 1200 Teilen über den Daumen. Ich nehme jetzt mal 20 Teile weg hier wegen 22 Teile wegen den Ersatzteilen hier, ne? Gedöns. 1200 Teile, 18 plus. Das heißt für eine Erwachsene gerichtet. Schaut euch mal die Anleitung an. Das ist schon so ein nettes Telefonbuch, ne? So ein kleines, so ein örtliches. Das örtliche, ohne Ö fehlt dir was. So, und da haben wir die Anleitung. Innerhalb der Anleitung haben wir, und das muss ich sagen, ist sehr positiv, wir haben natürlich einen Stickerbogen. Wie kann es auch anders sein? Wir haben, meine ich, auch keine Prints dabei. Hatten wir einen Print dabei? Lass mal sehen. Ne, wir hatten keinen Print dabei, so wie es aussieht. Braucht man aber ehrlich gesagt auch nicht. Man weiß, was es ist. Wenn man Horizon Forbidden West oder Zero Dawn gespielt hat, weiß man, was das ist. Egal. Wir haben einen Stickerbogen. 8 Sticker. 8 kleine Sticker. Finde ich für Lego-Verhältnisse okay. Und sie sind sogar so, dass man sie nicht unbedingt bräuchte. Was ich immer ein bisschen schlimm finde und ein bisschen tragisch finde, ist einfach, wenn ein Modell rausgebracht wird, was sich nur aufgrund der Sticker identifiziert. Das heißt, alles, was dieses Modell ausmacht, also jetzt nicht hier, aber generell, wenn ein Modell nur sich über die Sticker definiert, das heißt, man kann es theoretisch, alles, was speziell ist, nur über Sticker regelt. Warum? Ne? Ich meine, das hier sind tatsächlich Sachen, da kann ich drauf verzichten. Das sind dann hier oben an dem Radarteller hier oben sind das dann verschiedene Applikationen, die da, ne, aber man erkennt es ja trotzdem, was es ist. Ne? So, das wäre also die Box. Ist an sich, aber ich mag diese schwarzen Boxen, aber ich glaube, die 18 Plus haben alle diesen etwas, erwachseneren Look. Ne? So, legen wir auf Seite. Anleitung. Die Anleitung ist Lego-typisch Pille-Palle einfach. Tatsächlich. Ich habe es innerhalb von, ich muss mal gerade gucken, wie lange haben wir gespielt? Ich glaube, wir sind innerhalb von nicht mal 4 Stunden sind wir durchgekommen. Warte mal ganz kurz. Ich gucke mal eben für euch nach. Wir haben tatsächlich, wie lange haben wir denn gebraucht? Lass mal sehen. Statistik. Das kann ich sogar ganz genau sagen, weiß ich nicht. 4 Stunden. 4 Stunden und 4 Minuten habe ich gestreamt. Davon ziehe ich mal so hinterher das Gebrabbel und vorher das Gebrabbel und das Intro und lalala, ziehe ich mal so 20 Minuten ab. Also, oder sagen wir mal 1/2 Stunde, seien wir großzügig. Ich habe auch zwischendurch ein bisschen Pause gemacht, weil ich habe mich einfach ganz nett unterhalten. Also ihr seid da ohne Probleme in 3,5 Stunden war ich durch, kann man sagen. Wenn man da zügig bei ist, wirklich bewusst das baut, nicht nebenbei irgendwie eine Serie laufen lässt oder vielleicht noch ein schönes Let's Play von Horizon, dürft gerne bei mir auf dem Kanal weitersuchen, da gibt es da sowas. Ne? Und wir haben, dann seid ihr in 3 Stunden da durch. Also wenn ihr euch konzentriert dran setzt, dann seid ihr in 3 Stunden durch. Es ist nicht wirklich anspruchsvoll von den Bautechniken her, es ist sehr rudimentär, ne? Aber es erfüllt den Zweck und ich finde, es sieht sensationell gut aus für das, was sie da gemacht haben. Aber wir gucken uns erstmal kurz die Anleitung nochmal durch. Am Anfang der Anleitung sind so ein paar Sachen hier klar über den Designer, ne, was er sich dabei gedacht hat und wie er es gemacht hat. Ne, ein paar schöne Spielszenen dabei. Das hier gibt mir übrigens die Hoffnung, dass es nur ein Teaser ist.
dass das quasi eine Pilotierung ist, um eine Reihe rauszubringen. Ihr kennt ja von Lego diese ganzen Helme, die es da so gibt. Von Iron Man, von Venom, von Batman, von was auch immer. Ne? Star Wars, die ganzen Star Wars Helme. Und ich habe die Hoffnung, dass das, weil das ja eine gekaufte Lizenz ist, dass das der Einstieg ist für folgende Maschinen. Schaut mal her. Weil hier steht The Machines. Und hier sind verschiedenste Maschinen, die hier vorkommen. Hier, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also da würde mir richtig einer abgehen, wenn ich diesen Donnerkiefer bauen könnte. Und dann aber in groß. Ist ja nicht unüblich, dass man Modelle, zum Beispiel Bluebricks macht das ja, zum Beispiel bei der Star Trek-Reihe, dass die sagen, sie stellen ein Modell in Mini, Mittel und Groß her. Das kann ja vielleicht nur der Einstieg sein. So ein mittelgroßes Modell, so nach dem Motto, oh, ne? Wir gucken mal, ob es ankommt, ob es angenommen wird. Fände ich persönlich eigentlich cool. Und dann sollen sie gefälligst, und ich bin sicher, das Modell, wir haben vorhin reingeguckt, weil ich nochmal wissen wollte, wie der Preis ist, ob der exklusiv ist. Er ist nicht exklusiv, den kriegt ihr in jedem anderen Handel auch. Ne? Also lasst euch da nichts erzählen, den kriegt ihr überall. Aktuell nicht, er ist überall vergriffen, so wie ich das gesehen habe. Bei Brickmerch mal reingeguckt, da war der Preis, der unterste Preis schon bei, was waren's? 66, 67, irgendwie sowas um Dreh rum. Ne? Bei Lego 80. Hm? Wartet nochmal 2-3 Monate, dann ist er wieder lieferbar und dann kriegt ihr den gut rabattiert, denke ich mal. Aber wäre das nicht geil, wenn man dann solche, sich da so eine schöne Szenerie zusammenbauen könnte mit ganz vielen von diesen Maschinen? Fände ich sensationell. Fände ich sensationell. Ich meine, ich bin Fan von der Reihe. Keine Frage. Man sieht es auch hier. Ich habe extra nochmal eingeblendet hier. Ne? Ich finde es einfach geil. Schauen wir nochmal durch. Was haben wir hier? Tallneck. Hier steht ein bisschen was von Tallneck. Also von dieser, was das Ding macht. Alles auf Englisch. Ist okay. Lese ich jetzt natürlich nicht vor. Hier ist etwas, und das finde ich auch ganz cool. Hier. Wie die Spielfigur dazu, die Aloy als Spielfigur von dem virtuellen Vorbild sozusagen übernommen wurde. Und da sieht man auch ganz schön, was die Figur so ausmacht. Das zeige ich euch aber gleich richtig an der Figur. Ne? Muss ich mich ein bisschen weiter nach vorne, aber das machen wir schon. Ne? Und dann geht es auch schon los mit den Bautechniken. Man fängt mit der Figur an, dann fängt man an, den Sockel hier zu bauen, diese Plattform mit dem ganzen Gestrüpp da drauf, mit den Befestigungsmöglichkeiten, lalalala. Alles gut. Dann fängt man an, baut den Korpus, baut den Hals, oder man baut sogar, ja, man baut erst den Korpus, dann den Hals und dann die Beine und dockt das alles an und oben drauf kommt nachher der Deckel. Ne? Also das ist so das Vorgehen. Ansonsten, wie gesagt, Pillepalle einfach, ihr setzt 2 Teile, ihr setzt 4 Teile pro Schritt. Wir haben jetzt 1200 Teile, ja? Ihr wisst noch, habt es noch, 1200 Teile. Wir sind bei 1200 Teilen bei 279 Bauschritte. Ja, ne? Da wisst ihr, was kommt. Ne? Ansonsten gucken wir uns mal ganz kurz die Teile-Liste durch. Die sieht relativ human aus. Wir haben viel Schwarz. Wir haben etliches in diesem Ten, ne? Wir haben natürlich Grün und Grau sehr viel und dann noch so ein paar anderes Zeugs dazwischen. Na, also es geht. Ich habe es schon mal, wir haben es ja schon mal schlimmer bei Lego gesehen. Es geht tatsächlich. Kommen wir aber zu dem Modell. Vielmehr, wir machen erstmal, ich zeige euch erstmal den kleinen Wächter, der dabei ist. Ich meine, es ist ein Wächter. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ich meine, es ist ein Wächter. Geht einfach mal, oder ob es ein Gräber ist, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Ich komme mir da sowas eh nicht merken. Den finde ich ganz nett gebaut. Ich komme ein Stück näher. Den finde ich ganz nett gebaut. Wenn er denn scharf stellt, hier mein komisches Teil. Na komm. Will er nicht? Will er nicht. Egal. So, ich zeige ihn euch trotzdem. Ganz witzig ist, bei den Ersatzteilen, ihr seht hier dieses, das finde ich echt ein cooles Feature. Was heißt Feature? Es ist für mich als Fan, ist es ein Feature. Und zwar, ihr seht hier dieses Trans Red Stud. Der ist hier noch einmal in Trans Blue und einmal in Trans Yellow. Also einmal in durchsichtig blau, einmal durchsichtig
transparent gelb. Hat folgenden Hintergrund. Im Spiel ist es tatsächlich so, der patrouilliert. Der wuselt so durch die Gegend rum und patrouilliert so seine Runde, ne? Ob er ihm irgendwas auffällt. Und das macht er im Regelfall mit seinem blauen Auge. Da passiert nichts. Sollte er irgendwo einen Verdacht haben, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, wenn ihr euch da zum Beispiel rumtreibt, dann wechselt er in gelb. Sollte er euch sehen und euch attackieren, er fängt immer an zu attackieren, weil der soll ja irgendwas beschützen, hat er halt rot. Und das finde ich cool, dass sie die Stats mit beigelegt haben. Es ist ein Mini-Pfennigbetrag. Aber ich finde es cool, dass da jemand was bei sich gedacht hat. Finde ich sehr cool. Und jetzt kommen wir zu meinem Schätzchen. Und da bin ich ja total, total gut drauf. So, ich drehe das mal ein bisschen weg, damit man es besser sieht. Wir haben unsere Hauptakteurin, die Aloy. Sie kommt stilecht natürlich mit einem Speer und mit einem Bogen, weil das sind die Hauptwaffen, die man so fährt. Ich zeig mal. Ich versuche es euch so zu zeigen, dass man es auch vernünftig sehen kann. Ja, er kommt. Jetzt hat er es gleich. Da hat er es. Man sieht hier ganz cool, ich versuche es mal gerade zu machen. Beine bedruckt, Füße bedruckt, Brust bedruckt, Rücken selbstverständlich auch. Ne, man sieht es unter den Haaren. Arme sind bedruckt, Schultern sind bedruckt. Lego kann es tatsächlich. Und da kommt das Highlight. Jeder, der das Spiel kennt, schaut mal. Und mal sehen, ob ich es scharf kriege. Warte, muss vielleicht noch näher ran. Da. Seht ihr den Fokus? Ist geil, oder? Ist echt cool, dass sie dieses Detail mit aufgebracht haben. Und schaut euch mal das Gesicht ganz nah an, wenn er dann wieder scharf geht. Die haben sogar die Sommersprossen. Aloy ist dafür bekannt, dass sie sehr viele süße Sommersprossen hat. Und selbst die haben sie mit eingebracht. Klasse. Und dieser Fokus, dieses Dreieck, was ihr da an der Schläfe gesehen habt, das ist sozusagen ein Stück Technologie, womit sie alles Mögliche scannen kann. Und so. Das ist so ein Kommunikationsgerät, womit sie auch scannen kann und so. Und ich finde cool, dass sie es gemacht haben, dass sie mit eingebaut haben. Und wir haben auch ein Wendegesicht. Ich zeig's nochmal. Ich darf nur nicht zu nah ran. Na, wieder nicht mehr? Machen wir es so. Na komm. Na, will er nicht. Okay. Hat ein Wendegesicht auf jeden Fall. Eine schöne, üppige Frisur, selbstverständlich. Sehr cool. Und wenn man die Figur oder schon etwas länger kennt, weiß man, sie sieht wirklich so aus. Finde ich richtig geil. Das ist absolut mein Highlight an dem Set. Kommen wir zu diesem wunderbaren Langhals. Der Langhals ist wie folgt aufgebaut. Ich erkläre ihn ganz kurz. Er ist sehr hoch gebaut, sehr hoch schlank gebaut. Langer Hals, wie der Name sagt, mit einer entsprechenden Sensorplattform da oben drauf, der alles Mögliche kartografiert. Hier an der Seite sind hier so Schwerter angebracht. Das ist etwas, wo man dann halt raufklettern muss. Finde ich persönlich ganz cool. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es, ihr seht hier oben diesen kleinen Bar, auch in diesem Goldton. Das ist tatsächlich der Weg, den ihr dann immer raufklettern müsst in dem Spiel. Das heißt so, wupp, 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 und dann schwingt euch darauf, um den hier oben zu überbrücken. So. Er ist, wie gesagt, sehr simpel gebaut. Ihr baut in der Mitte, ihr fangt an, indem ihr diesen Klotz in der Mitte baut, den Körper. Dann legt ihr den auf Seite, baut separat den Hals, setzt den Hals dran. Dann fangt ihr bei den Beinen an und dann hier unten die Elemente. Na? Ist von der Farbgebung her tatsächlich sehr nah, finde ich persönlich, nach den Möglichkeiten von Lego tatsächlich sehr nah am Original. Na, finde ich wohl. Also ich muss sagen, ich war da sehr oft begeistert, auch von der Farbgebung her. Das passt, finde ich. Klar, dass die nicht tausendprozentig die Farben treffen, ist auch okay. Ne, aber es ist wirklich sehr nah am Original, finde ich. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, in Summe über 300 Stunden habe ich gespielt in beiden Teilen. Also hervorragend. Dieser Langhals, der ist hier unten an den Füßen, ist der so eingedockt in so Technikpins.
Das sind so Teil-Modify mit Technik-Pins dran. Ich versuche ihn gerade mal zu lösen für euch, dass wir uns den separat angucken können. Er steht auch separat. Er muss nicht festgemacht werden tatsächlich. Der hat eine gute Balance. Wartet. Ich versuche ihn loszukriegen. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. So, ziehen wir ihn ab. Auch noch mal ein bisschen. Ja, zappamut. Ja, die Teile sind noch neu, ne? Die halten noch ein bisschen. So. Okay. Da ist er. Und wie gesagt, er steht auch so. Legen wir kurz mal das auf Seite. Er ist halt nun mal so, wie er ist. Also was natürlich sehr cool ist, ist, wir haben hier an den Beinen, warte mal, hier sieht man es, das sind Gelenke. Das heißt, ihr könnt die Beine sowohl so drehen, ne, als auch, ihr könnt sie sowohl so machen, sowieso bedrehen, als auch ihr könnt sie abspreizen, theoretisch. Schon wenn er so das Beinchen heben möchte oder so, ne, so mal, weil er püschern muss. Ne? Nein, Spaß. Aber das geht auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Highlight dabei, fand ich, diese Gelenke. Die sind echt cool, weil die halt auch richtig, die können auch richtig Gewicht abhaben. Das ist nicht wie, ich sag mal so, die normalen hier oben, diese kleinen, wie heißen sie, Hinges? Ich weiß es nicht, ich glaube wohl. Die halten zwar auch, aber nicht dieses Gewicht von dem ganzen Ding. Und das machen die halt sehr, sehr gut. Das finde ich wohl. Ne, also das passt. Ja, ansonsten, was ganz cool ist, ist, dass hier wird auch mit in den Beinen sind hier so Cross, also Kreuzachsen verbaut. Ne, das ist eigentlich auch ganz cool, weil man da noch ein bisschen flexibel ist. Man hat hier auch noch so ein Gelenk drin, wo man noch ein bisschen arretieren kann. Also das geht auch recht gut. Also man kann sich den ja, das ist ja das Schöne. Ich muss ihn mal ein bisschen auf Seite stellen, sonst sehe ich nichts. Das ist ja das Schöne. Man kann ihn sich in dem Diorama, kann man ihn sich tatsächlich zurechtstellen, wie man möchte. Das ist kein Thema. Man versetzt einfach die Teil Modify, ne, und dann setzt man die halt einfach drauf. Und dann kann man sich den arrangieren, wie man möchte, den Knaben. Ja. Ansonsten, wie gesagt, keine Fehlfarben. Also nichts, was da in meinen Augen nicht tatsächlich hingehören könnte. Denn wir haben ja noch hier diese schöne Plattform. Diese Plattform, oder nee, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen. Sorry, wir haben noch was vergessen. Und zwar, was ich auch richtig interessant finde, man meint auch, wie kompliziert hier oben der Deckel, also die Sensorplattform gebaut ist. Einfach Bricks aneinander, mit Brick modified und dann entsprechend verbunden über hier so Fliesenelemente und dann funktioniert das. Also es ist wirklich nicht schwer zu bauen, dieses Modell. Das war das, was ich noch sagen wollte. Und jetzt kommen wir jetzt noch zu diesem Diorama. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr geil, weil was haben wir da? Wir haben natürlich ganz viel Grünzeug, es ist postapokalyptisch, das heißt, alles ist mit Natur überwuchert, was auch okay ist. Ne? Wir haben hier verschiedenste Pflanzen, da Blumen, Gestrüpp, ne? Hier so eine Art Bäumchen. Ne? Das, finde ich, ist auch ein Highlight an dem Set. Das ist eine Ampel. Ich versuche es dir näher ranzuzeigen. Seht ihr sie? Da. Mal gucken. Da. Genau. Das ist eine Ampel, eine alte Ampel, die dann hier so schön zugewuchert ist und so mit so einem Gummielement hier und so, das ist eigentlich sehr, sehr geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu bauen. Definitiv. Und einen großen Kritikpunkt muss ich tatsächlich haben. Man muss immer einen Kritikpunkt haben. Alles perfekt geht nicht. Man hat immer was zu meckern. Ich habe gesagt, dass nicht wirklich Fehlfarben verbaut sind, die da nicht hingehören. Fast. Fast. Schaut mal, es sieht doch wunderschön aus. Schöne, satte Farben, sattes Grün, schönes Laub, ne? Ein bisschen Steine, ein bisschen Erde verbaut, ne? Das sieht halt wirklich nett aus. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass das so nachträglich zugewuchert ist nach so einer Apokalypse. Und dann kam Lego. Irgendwo muss es ja sein. Und das Frustrierendste daran ist, also das hat mir persönlich schon so am Anfang so einen kleinen Dämpfer verpasst, das baut ihr ganz am Anfang. Das heißt, ihr fangt an, voller Elan, freut euch auf das Teil und dann baut ihr das.
Es ist jetzt dem Set, ganz ehrlich, es ist für das Display-Set nicht abträglich, weil man sieht es tatsächlich nicht. Also ihr könnt hier gucken, wie ihr wollt, ihr seht es nicht. Aber ich finde schon, wenn ihr es baut, ist das hier ein kleiner Frustfaktor, weil ihr es direkt am Anfang so seht. Ja. Das Coole dabei ist, ihr baut dann den Langhals. Ihr baut vorher den kleinen Wächter. Ihr habt eine Aloy zusammengesetzt. Ne? Ihr baut dann den Langhals und ja, was soll ich sagen? Danach kommt, also es kommen nach dieser Plattform keine Fehlfarben mehr in dem Maße. Und dann denkt ihr euch, cool, es geht ja doch ohne. Das heißt, ihr fallt erstmal in so ein Loch rein, ne, weil ihr das baut. Ich zeig's einfach nochmal. Nochmal, haben es alle gesehen? Ne? Ich zeig's nochmal. Hier. Ne? Also, ihr baut es und fallt in so ein Loch rein und dann entdeckt ihr die schönen Seiten. Dann wisst ihr, okay, ja, das wird ein Bein, das wird auch ein Bein, das wird hier der Kopf, das wird der Hals und das macht halt richtig Spaß. Na? Und deswegen, also es hat mir richtig Freude gemacht, den zu bauen und er ist auch, ich verbinde ja auch viel damit. Ich bin ja ein Fan. Ich bin ja ganz eindeutig ein Fan. Und das sind, glaube ich, auch die Leute, die Lego damit ansprechen möchte. Das sind einmal, oh, jetzt habe ich ihn hier aus dem Bein rausgezogen, Moment. Das ist einmal, sind das natürlich, klar, das sind natürlich die Lego-Fans, aber die haben sie immer. Ne? Also Lego könnte den größten Dreck produzieren, die Lego rein, die eingefleischten Lego-Fans, die kaufen das. Ne? Die können den größten Mist produzieren, sie kaufen es trotzdem. Alles okay. Ne? Soll ja auch so sein. Ah, mein Gott, man muss ja auch nicht alles immer schlecht reden. Ne? So, aber. Nicht aber, sondern und. Aber klingt immer blöd. Es ist so. Als zweite Gruppe hätte ich gesagt, natürlich die Fans dieser Spielreihe. Definitiv. Weil sonst kann ja keiner was damit anfangen. Es ist ein schönes Set. Ne? Klar, es gibt die Fans, die Lego-Fans, die kaufen das sowieso. Dann gibt es die Horizon-Fans, die kaufen es, weil es Horizon ist. In der Hoffnung, dass da noch mehr passieren wird in Zukunft. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es da eigentlich nicht, die das Set kaufen. Ne? Also, und davon muss es anscheinend eine Menge geben, weil es ist überall vergriffen. Ne? Also ich finde das Set wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr dekorativ. Für Fans der Reihe absolut zu empfehlen. Meine persönliche Bitte ist, kauft es nicht unbedingt für 80 Euro. Ich habe es mir für 80 Euro gekauft, weil ein Moderator von mir, von Twitch, der hat mich darauf gebracht, hatte mir extra eins vorbestellt, ja, und dann habe ich halt das so von ihm dann halt gekauft. Also das ist dann völlig okay, ne? Weil er weiß ja auch, dass ich auch Fan davon bin und so. Und ich wollte ihn halt sehr, sehr gerne bauen. Und man sieht, er ist jetzt vergriffen. Aber ich würde sagen, wartet 2, 3, 4 Monate, dann wird er mit Sicherheit von 80 Euro auf, ich sag mal, irgendwo zwischen 50 und 60 Euro wird er rutschen. Und dann kauft ihn. Er ist nicht exklusiv. Er wird überall verfügbar sein, wenn er wieder lieferbar ist. Und dann passt das schon. Ich gehe mal davon aus, er wird jetzt auch sehr stark deswegen vergriffen sein, weil das Spiel jetzt ja auch nicht so alt ist, der zweite Teil, also Forbidden West. Und da war einfach noch so ein bisschen Resthype da von dem Spiel. Ne, es ist ein wunderschönes Spiel. Ich kann es auch nur empfehlen. Habt ihr Bock auf ein schönes Storygame mit schönen Bildern, mit schönen Farben? Kauft euch da die Version für die PlayStation 5, wenn ihr eine habt, und gönnt euch das Spiel. Es ist einfach fantastisch zu spielen. Definitiv. Und das ist einfach nur ein schönes Display-Set. Ich werde ihn hier auf jeden Fall positionieren und ich freue mich drauf, was Leo da eventuell noch rausbringt. Würde mich sehr freuen, wenn das passieren würde. Sehr schön. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr eventuell sehen möchtet, was ich euch zeigen soll. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt es mir einfach rein. Würde mich freuen, von euch zu hören, zu lesen. Schaut auch gerne bei Instagram, Twitter oder Twitch natürlich vorbei. Da machen wir gerne mal auch so das ein oder andere live. Nicht nur, wir bauen nicht nur, sondern wir spielen da auch ganz gerne. Ne? Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Baut was Schönes, ne? In dem Fall darf es auch ruhig mal Lego sein. Ne? Es muss ja nicht immer was anderes. Es muss ja nicht immer ein Alternativanbieter sein. In dem Fall, ich würde es blind kaufen. Einfach, ich bin Fan. Das ist einfach so. Ich bin Fan. Ja? Und ansonsten, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.